Schnallt euch an, reißt die Motoren auf und rauf auf die Strecke. Wir sind wieder da zu einem Gran Turismo Let's Play. Jetzt glaube ich in der 6. Folge. Und ja, wir spielen heute die Anfängermeisterschaft. Unter ja, der A-Lizenz ist es, glaube ich. Ich muss mal eben nachschauen. Ja, oder naja, unter Anfänger, Entschuldigung. Also Anfänger, unter der Anfängerklasse spielen wir jetzt die Anfängermeisterschaft. Ist ja irgendwo auch logisch. So, auf jeden Fall, könnt ihr euch ja sicherlich noch entsinnen. Wir haben in der letzten Folge einen netten, schicken Audi gekauft für fast 400.000. Und ja, den wollen wir natürlich jetzt auch auf die Strecke bringen. Und dann, ja, habe ich mir gedacht, können wir das am besten bei dieser Meisterschaft. Können wir uns gleich erstmal drei Rennen lang den wunderschönen Audi R8 FSI Quattro anschauen. Ja, und wer das Ganze noch nicht kennt hier, eine Meisterschaft besteht meistens aus mehreren Rennen. Und ja, man kann die Rennen zwar auch einzeln fahren, allerdings kann man halt hier vorne auch noch die Meisterschaft machen, um dort einen Gesamtpokal zu erzielen. Und wir wollen uns natürlich wieder unseren Goldpokal erringen. Ja, ich habe vorweg schon die Einstellung meines Audis vorgenommen, da ich ihn ein wenig runterskalieren musste, weil er an die 560 Leistungspunkte hat. Ich habe einfach nur ja, die Leistung runtergeschraubt um 50% und habe den Motor auf Stufe 1, also auf dem Standardmotor gemacht. Ja, wir fahren jetzt hier das erste Rennen im Brands Hatch. Und ich glaube, die Strecke hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Beziehungsweise, das war die erste Tutorial-Strecke, die wir ganz am Anfang gefahren haben. Und wir spielen hier gegen 5 weitere Autos. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass wir mehr fahren. Aber egal. Wir haben hier, was haben wir denn Schönes? Mito, Alter. Oh. Wenn ich jetzt schon lese, ne, dann kann ich ja schon mich auf der Straße querstellen. Naja, gut. Wir starten das erste Rennen. Ich denke mal, es ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Wobei, man muss ja sagen, im Leistungspunktebereich ist der Wagen jetzt identisch mit den anderen. Wenn sie dann jetzt also mit meinem Audi R8 nicht mithalten können, tut mir das ja leid. Das ist auch nur... Ich fahre dafür jetzt auch extra dann so in der Ansicht hier. Dann könnt ihr euch das schicke Chromgestell hier mal... Oh Gott. Warum bleiert denn der jetzt so? Ich fahre doch nicht in der Ansicht, dann könnt ihr euch das mal das Auto leider nicht angucken. Aber, so, jetzt haben wir erstmal hier an dem Nissan hier vorbei. Los. So, und dann wollen wir mal gucken. Ja, die Strecke ist auch trocken, wie man sehen kann. 0% Regen oder Feuchtigkeit besser gesagt. So, und ja, dementsprechend müssten wir eigentlich relativ gut mit unserem Audi vorankommen. Ich finde es mir gerade echt geil, dass ich wirklich von diesem Mito versägt werde da vorne. Das regt mich schon ein bisschen auf. Aber ich denke mal, gleich wenn die lange gerade kommt, müssen wir mal schauen, was wir aus unserem Auto rausholen. Und ja, schauen wir mal. So, jetzt kommt gleich die gerade. Dann nehme ich hier erstmal auf jeden Fall ein bisschen Windschatten mit. So, Junge, voll aus der Kurve raus mit Highspeed, Junge. Ah Gott, Junge. Der kann ich aber rüberziehen, Mann. Der hat mich doch im Rückspiel gesehen. Aber hätte ich das gesehen, wenn es jetzt die letzte Runde gewesen wäre, hätte ich auch gewonnen. Gut, der Abstand war jetzt noch nicht weltüberragend. Oh Gott. Also ich muss sagen, der Wagen hier bricht ganz schön schnell weg. Also das ist hart. So, jetzt mal gucken hier. Rum. Oh, der Highspeed, Junge. Hammer, geil. So, ich denke mal, ich würde mal sagen, die Meisterschaft gehört schon uns. Naja, noch nicht ganz, ne? Also wir wollen ja nicht den, den Tag vor dem Abend loben. Nur weil ich jetzt das erste Rennen so gut vorne liege mit meinem Audi R8 gegen die normalen Autos, heißt es ja nicht, dass ich im Endeffekt die Meisterschaft gewinne. Und ja, so, jetzt gehen wir in die Kurve. Oh Gott. Oh, alter Schwede, ich habe echt immer teilweise Schiss. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll, wenn ich jetzt, ja, demnächst mit Lenkrad aufnehme. Also, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell verraten, aber ja, geplant ist es, ja, schön, zwei Runden schon vorbei. Geplant ist es an sich, dass, ja, sofern, nee, das verrate ich noch nicht, das ist doof. Aber die meisten können sich das wahrscheinlich jetzt auch schon selber denken. So, und wir springen weiter. Oh, guckt euch diesen wahr gewordenen Traum aus Chrom an, Alter. Oh, scheiße, ist der geil, Junge. Ich glaube, ich bin mir gekommen. Naja, egal. Machen wir mal weiter. Verlassen. Achso, Start hätte ich drücken müssen. Ich drücke die ganze Zeit X. Das war auch mal einfacher. Da musste man nicht nur Start drücken. 5000 Credits, Junge. Jetzt kann ich mir endlich meine Felgen holen. Habe ich noch dran gedacht. Ich will mir noch meine Felgen holen. 3 Sterne wieder. Ich frage mich immer, warum da plus 3 und plus 1 steht. Ich kriege ja trotzdem nur 3 Sterne. Wussten Sie, dass Sie Aufnahmen von Rennen im Wiederholungsmodus machen können?
Wusste ich, aber ich mache auch meine Aufnahmen schon hier, also von daher ist mir das nicht so... Ja, wir haben das erste Rennen geschafft, wir sehen hier 100 Punkte auf dem Scoreboard und ja, wir springen weiter zu Rennen 2. Die Gegner bleiben Gott sei Dank die gleichen, das heißt, es wird nicht unbedingt schwerer, nur von der Strecke her. Und Rennen 2 ist Autumn Ring. Autumn Ring gibt es auch, glaube ich, schon seit Gran Turismo 2, ich weiß gar nicht, ob es schon im ersten dabei war. Aber ich meine, Autumn Ring gab es auf jeden Fall schon seit Gran Turismo 2 oder 3. Zumindest unter dem Namen. So viel weiß ich. Und... Ah, oh, dieser Wagen. Oh, ganz schnell weg hier. Ich muss starten, damit ich ihn nicht sehe. Einmal guckt euch mal die anderen. Das ist eigentlich schon ein bisschen hart. Warte mal, ich glaube doch, das ist die Strecke, die ist schon seit... Weiß ich nicht. Ich muss ja mal gucken. Wenn das die Strecke ist, wo man so übelst vor der langen, also Zielgeraden praktisch abkürzen kann. Also da gab es nämlich mal eine Strecke, da konntest du so richtig übelst über so eine Sandkante fahren und konntest, ohne irgendwie wegzufliegen, ohne irgendwie Scheiße zu bauen, konntest du praktisch richtig schön gerade durchballern, obwohl das, glaube ich, nie von der Streckenführung so gemacht war. Und über den Grünstreifen, Junge. Zack, abgezogen. So. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Strecke hier ist oder eine andere. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich auch, dass auch das hier ein kleiner Bestandteil des Autumn Ring Mini ist. Das sieht man ja auch eigentlich ganz gut hier. Was auch irgendwie logisch ist, weil Autumn Ring und Autumn Ring Mini, das klingt verwandt. So, wir sind Dritter. Den Fitz kriegen wir auf jeden Fall und den Mito sicherlich auch noch irgendwann. Hoffe ich. Es sei denn, ich baue einen größeren Unfall. So eine Massenkarambolage mit, scheiße, drei anderen Fahrzeugen ist keine Massenkarambolage. Oh! Oh, Junge, habt ihr die Reflexe gesehen? Alter Schwede, Junge, da... Doch. Hammer geil, Junge, meine Fahrskills sind unerreicht, Junge. Den Satz gab es, glaube ich, auch irgendwann mal im Fußball über Andres Iniesta. Nur halt über Fußball und nicht über Autos. So, lass mal gucken. Das ist übrigens nicht die Strecke. Die Strecke, die ich meine, ist, ist das Aprico Hill Raceway? Nee, auch nicht. Grand Valley Speedway ist es, glaube ich. Muss ich gleich mal reingucken. Da kann man auf jeden Fall vor der Zielgeraden richtig schön abkürzen. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch geht. Aber cool wäre es auf jeden Fall. So, und jetzt rum um die Kurve. Rum um die Kurve, rum um die Kurve. Los, Junge. Oh, Junge, ich schalte aber auch fast die Ideallinie. Ach, die wollte ich eigentlich auch nochmal ausschalten, ne? Aber ich merke gerade, das ist eigentlich ganz witzig, so mit der zu fahren. Wobei... Oh, Junge, Junge. Drifting! Heiß... Boah, Junge, die... Das möchte ich bitte in der Wiederholung sehen, ey. Das dürfte richtig fett ausgesehen haben. Ich drifte voll ordentlich eigentlich. Das muss ich jetzt sagen, das haben sie auch weiterentwickelt. Weil wenn ich jetzt so dran denke, wie das damals Gran Turismo 4 und 5 war... Junge, da... Ah, jetzt habe ich auch nochmal die Handbremse benutzt, ja. Da war das noch so, wenn du versucht hast zu driften, dann bist du eher nur gerutscht und dein Wagen hat angefangen zu wackeln und du konntest nicht wirklich Drift-Skills zeigen, sage ich mal, weil, ja, die Physik, sage ich mal, oder die Mechanik dafür war nicht wirklich vorhanden. Also zumindest für mich nicht. Also ich muss sagen, da war das in anderen Spielen, wie zum Beispiel Need for Speed oder so, da war das einfacher mit dem Driften. Da brauchst du nur eine Taste drücken, da hast du sofort geslidet wie so ein Weltbekloppter da, sag ich mal. Weltbekloppter, das ist auch ein Wort, ey. Aber geil, wird gesaved. So, und das hattest du halt hier noch nicht so. Und jetzt mittlerweile hat man das so, ja, ganz gut weiterentwickelt. So, und jetzt driften wir mal so. Zack, Junge. Boah. Naja gut, das war nicht gedriftet. Aber jetzt. Ha! Oh mein Gott. Rüber über die Linie, rüber die Linie. Ich bin im Ziel. Heil und wohlauf. Ja, das zweite Rennen gehört auch uns. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss mal ein schlechtes Auto kaufen, damit ich so 100 Leistungspunkte unter den anderen bin. Dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter. Vielleicht liegt es jetzt auch einfach nur daran, weil ich einfach schnell auch in die Profi-Rennen rein will. Also in die höheren von den anderen Lizenzen. Oh, geil! Fuck, jetzt habe ich mir die Wiederholung gar nicht angeguckt. Egal. 5000 Credits und... Ja, ich möchte gerne eigentlich die schnellen Meisterschaften fahren, so mit den dicken Autos und so, ne, sowas in der Richtung wie Toyota Minolta, Bentley Speed 8, Audi R8, Audi R10 Race Car und sowas. Das sind so Rennen, die würde ich gerne fahren, aber da muss man natürlich jetzt auch erstmal wieder reinkommen und sich hochfahren. Und die letzte Strecke ist auch wieder Brands Hatch, aber wahrscheinlich eine andere Version davon. Das gibt's übrigens auch erst jetzt seit Gran Turismo 6, das Brands Hatch, also vor kenne ich es nicht.
Aber ich finde, die Strecken, die sehen nicht aus wie eine richtige Rennstrecke, sondern wie bei Gran Turismo 5 gab es mal diesen, oder war das 4? Ich weiß gar nicht, nee, 5. Da gab es mal diesen Streckeneditor. Ich weiß nicht, ob das einige von euch noch kennen. Und ja, so sehen die Strecken hier eigentlich aus. So im Großen und Ganzen ist es natürlich ein bisschen mehr Umgebung dabei, aber die Strecken erinnern ganz stark daran. Cool, wir haben Fernlicht an. Ich mach Fernlicht aus. Ich mach Fernlicht an. Ich mach Fernlicht aus. Nee, jetzt habe ich's an. Scheiße. Oh, blende ihn, Junge. Blende, blende, blende. Oh, rumgedriftet. Oh, geil. Die Kurve gucke ich mir auf jeden Fall in der Wiederholung an. Erinnert mich mal dran. In den Kommentaren. So, und rum. Oh, Junge, hammer geil gedriftet, aber... Ach so, das ist dieselbe Strecke, nur Weihnacht. Ah, jetzt habe ich Fernlicht an, Junge. Blende ihn. Fahr irgendwo rein, weil du geblendet bist. Moment, ich lasse das Fernlicht jetzt an, Alter. Das stört mich schon voll. Aber ich glaube nicht, dass es den Computer... LOL! Dann fährt er tatsächlich nicht mehr die Ideallinie, Alter. Was? War der jetzt echt geblendet oder wie? Glaube ich ja gar nicht. Ich kann, glaube ich, auch... Kann ich hupen? Ich weiß gar nicht. So. Wir sind wieder Dritter. Die Uhrzeit ist 19.30 Uhr. Ich hoffe, das fängt nicht an zu regnen. Da gibt es auch so eine wunderbare Strecke vom Nürburgring. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier auch so mit drin ist. Also das ist, oder Circuit de la Sarthe, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist, die ganze Zeit ist dunkel und, aber normales Wetter halt. Und dann fährst du halt und nach der Hälfte der Strecke, oder was? Fängt das plötzlich sowas von an zu pissen, da denkst du dir so eine Scheiße, was soll denn das, ey? Und slidest da erstmal durch die Kurven wie so ein armer Geisteskranker und denkst dir so eine Scheiße, wie geht denn das jetzt voran? Also da habe ich auch teilweise damals, als ich das erste Mal das gefahren bin, ich mag ja ganz gerne diese Autorennen fahren und ich bin da auch relativ gut. Aber das hat mich so verwirrt, da hatte ich echte Probleme, mich in der Kurve bzw. auf der Straße zu halten. Dann überholen wir jetzt einfach mal. Zack, ganz eiskalt. Ja, Junge, da guckst du mit deinem scheiß Mito, ne? Hast gedacht. So, und ich weiß nicht, ich mag so Rennstrecken nicht, wo man nicht weiß, ob das... Neu beschleunigen? Warum habe ich einen extra Knopf für beschleunigen? Das wurde mir gerade angezeigt. Ach so, ich kann auch also Gas geben, wenn ich den meinen Airstick nach vorne ziehe, oder was? Ja, hammer geil. Nee, 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 nee. Oh, da kann ich auch bremsen. Oh, Junge, und jetzt rum hier, Alter. Oh, das gibt ja, das verleiht ja dynamische Action hier, Junge. Ich habe gerade meine Sticks kennengelernt hier. Also, die Sticks vom Controller. Das ist natürlich geil. So, und jetzt hier voll rum. Alter Schwede, es macht voll Spaß. Es gibt ein bisschen Dynamik rein. Die Frage ist nur... In schnelleren Situationen ist das vielleicht nicht so angebracht. Aber jetzt rum? Alter Schwede, das macht voll Spaß. Aber das Problem ist, einer meiner Controller-Sticks hier, der hat, so fertig ist aus. Das wird mir, ach, da unten wird mir das angezeigt. Cool. Ja, ich lasse mal fertig an. Und, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ach so, genau. Einer meiner Sticks hat nämlich dieses komische Gummi oben drauf nicht mehr. Und dementsprechend rutsche ich bei dem natürlich nicht. Ah, scheiße! Rutsche ich bei dem nicht ab. Das ist das erste Mal, dass ich von der Strecke abgekommen bin hier, Junge. Voll schlecht gewesen gerade. Ja, weil ich mich auch eigentlich nur aufs Reden konzentriere. So, und... Ich konzentriere mich auch eher mehr nur aufs Gas geben und aufs Bremsen mit dem rechten Stick. Und dadurch kommt das Lenken hier gerade zu kurz. Ich glaube, bei mir reagiert immer nur eine Gehirnhälfte. Auf jeden Fall fehlt bei mir halt auf dem einen Stick das Gummi. Klingt so scheiße, ne? Ungelogen. Und bei dem anderen habe ich halt noch das Gummi drauf. Und das wird dann nach einer Zeit immer so glitschig. Wenn ich mit den... Boah! Junge, diese... Alter Schwede, diese Zweideutigkeiten in diesen Aussagen, ne? Also... Ich habe dieses Pinüppelgummi da noch drauf und deswegen rutscht mein Finger immer weg, wenn mein Finger schwitzt. Punkt. So. Ja, und deswegen macht das Ganze nicht unbedingt einfach, wenn ich jetzt mit dem Stick Gas gebe. So, wir haben hier 13 Sekunden Vorsprung. Das ist natürlich ordentlich was an Zeit. So, jetzt nochmal gucken hier. Wiederholung. Achso, ja, ich wollte mir jetzt die erste Kurve mal gönnen. Select war, glaube ich, die Perspektivenänderung. Ich will so eine Rennkamera. Achso, das ist die hier. Na gut. Dann müssen wir uns... Ah, ah. Oh, mein Rücken juckt. Mein Rücken ruckt. Haha. Junge! Ultra Highspeed gedriftet, Junge. Das war ja mal... Oh, Junge. Hammer fett, Junge. Das war ja mal richtig geil, Junge. Ne, jetzt fahre ich den gleich vor hinten ran mit meinem schicken Audi. Oh, das tut mir in der Seele weh. Ah, guckt euch das mal an, Alter. Dieser wahr gewordene Traum von Chrome. Ah, mir ist gerade aufgefallen.
Oder ich weiß gar nicht, ob das da schon war. Oh, Junge, High Speed. Ey, voll geil sieht das aus. Ich bin echt der King der Straße, Junge. Auf jeden Fall